Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, einer der nächsten Tagesordnungspunkte heute auf der Tagesordnung ist, da geht es um Debattenkultur. Und deswegen möchte ich diesem ernsthaften Anliegen, was dem Piratenantrag zugrunde liegt, dann ein bisschen mehr Würdigung geben. Es geht um einen Kernbereich des Parlaments, nämlich um Informationsrecht der Abgeordneten. Es geht hier um eine Institution, die sehr viele auch öffentliche Mittel verwaltet, die in den vergangenen Jahren auch durch Entscheidungen, die wir mitgetragen haben, beispielsweise im Bereich der Förderprogramme, zusätzliche Aufgaben übernommen hat, im Denkmalschutz beispielsweise, aber auch in der Wohnraumförderung. Und ich glaube auch, bei vielen in der Bevölkerung irgendwie zum Parlament, zum Regierung zugehörig identifiziert wird, nicht nur aufgrund des Namens. Informationsrechte der Abgeordneten, ja, das ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, dass ein geeigneter Weg, ein geeignetes Instrument da ist, so wie die Vorrednerinnen das ausgeführt haben, mit dem Parlamentarischen Beirat. Ich glaube, dass das berechtigte Informationsbedürfnis, das wir als Parlamentarier haben, so gut abgedeckt ist. Das Gremium eröffnet die Möglichkeit, dass der Vorstand die Mitglieder des Beirats umfassend auch über Risiko und auch über konkrete Geschäftslage informiert. Das wird auch wahrgenommen durch die, wie Herr Kollege Krückel, glaube ich, auch sehr eindrucksvoll aufgrund seiner Biografie wahrgenommen hat, die Mitglieder, die dort drin sind, die bestimmte Anforderungen erfüllen, beispielsweise dann Eignungen durch die BaFin vorausgesetzt etc. Und Mitglieder aller Fraktionen sind zudem im Beirat, in einem extra Beirat für das wichtige Gebiet der Wohnraumförderung. Und auch dieser berät die Gremien der NRW-Bank und kann jederzeit auch Auskunft über das Portfolio erlangen. Und Herr Kollege Schulz, dann im Sinne einer Debattenkultur müssen wir vielleicht darüber reden und darüber diskutieren. Und das scheint mir bei Ihnen etwas nicht genug austariert zu sein. Sie haben, als Sie das im Ausschuss aufs Tableau gehoben haben, sehr oft von Entscheidungskreisen gesprochen, die eher für mich jedenfalls nicht in den Bereich des Parlaments fallen, sondern mit konkreten Vorstandsentscheidungen zu tun haben. Und ich bin dann an der Stelle nicht Ihrer Meinung, dass wir als Parlament und unsere Befugnisse so weit ausdehnen sollten, dass wir hier Vorstandsarbeit machen. Das ist auch nicht die Funktion des Beirats. Und das müssen wir dann auch trennen. Und deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab. Es ist ein wichtiges Thema, aber wir glauben, dass die Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, für das Informationsbedürfnis, was wir als Parlament, als Parlamentarier haben, als Volksvertreter, ausreichend ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.